Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, hier sind wir wieder in unserer Chaos-Produktion. Ja. Gut, das letzte Mal haben wir hier ein bisschen mit Holz gearbeitet und so, ne? Ja. Mit Gummi und ja, wobei momentan brauchen wir das Gummi eigentlich bloß für die Signalkabel. Ich habe jetzt von jemandem gelesen, der hat mir geschrieben, man kann sogar noch das ein Mod installieren, damit die Fließbänder noch Gummi brauchen, also Rubber. Dann geht's aber sehr saumäßig ab. Und das muss ich nicht unbedingt haben. Wenn ich dann auch noch Gummi brauche, dann braucht man nicht Bäume und ja. Und wenn du erst recht keine Bäume in der Karte hast, so wie bei uns jetzt zum Beispiel das Kohlefeld da so mickrig ausgefallen war, weshalb ich das nochmal ein bisschen editiert habe. Also, ich habe es jetzt nochmal editiert, aber ja. Gut, das ist die perfekte Überleitung dafür, um wegen die Kohle, ja. Und hier habe ich auch noch was gesehen, da habe ich was vergessen, da habe ich keine Fließbänder hingemacht. So. Ja. Genau, das ist die perfekte Überleitung. Wir haben hier zwar jede Menge Kohle zwar hier liegen. Unser Kraftwerk läuft natürlich mit der Kohle. Unsere Crusher hier und so weiter laufen mit Kohle. Ne, nicht die Crusher, die... sagt mir's, die... Jetzt fällt mir's gerade wieder nicht ein. Diese einen Öfen da eben, die laufen mit Kohle. So, da haben wir was Neues. Ich habe auch einen neuen Mod installiert, aber ja. Ist jetzt mal wurscht, das machen wir gleich. Ich mache mir zuerst mal hier weiter. Befeuert Dampfkessel 2. Ach, das ist dann für 3. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe das doch schon. Da brauchen wir diese Invar-Platten. Naja, egal. Die wird man irgendwann auch mal kriegen. So, ja. Ich habe mir was überlegt. Und zwar, im Moment ist unser Kraftwerk ja noch von Kohle abhängig. Gut, Kohle ist zwar ein toller Brennstoff, aber wir könnten ja auch hergehen und könnten per Baumfarm Holz da einspeisen in unser Kraftwerk, ne? Das habe ich mir überlegt und die Kohle mal aufheben für wichtigere Sachen, also für die ganzen anderen Sachen hier, für unsere Hochöfen hier. Also Hochofen ist jetzt hier die Bezeichnung, oder die heißen damals Blast Furnace im Englischen. Das tut jetzt halt ein bisschen verwirren, weil Hochöfen gibt es ja auch. Zum Beispiel diese da, das ist auch ein Hochofen. Allerdings ein anderer Hochofen wie der. Also die Hochöfen hier, die können ja nicht das machen, was der hier gerade macht. Also Steine hier verputzeln, wo wir auch immer wieder welche kriegen. Die Mauerproduktion, die ist auch, ja, ist vorhanden, aber die ist sehr mäßig, weil wir müssen ja auch Verteidigung bauen, habe ich gesagt, ja. Ja, die Frage ist jetzt, soll ich das mit der Kohlesache jetzt gleich erst machen? Aber eigentlich wäre es wichtig, dass wir erst einmal unsere Verteidigung bauen, weil hier haben wir Aliens, da sind schon mal Aliens da, hier wären welche, also das sind aber alles nur Schatten, wir wissen nicht, was ich da jetzt geändert habe, ob die schon gewachsen sind. Und dann sollten wir mal hier einfach rumziehen. Warte mal, hier ist Styratiterz. Rubby-Dingsbums da. Und dann haben wir hier noch Bobmonium. Da hätten wir Erdgas. Interessant. Erdgasauto. Bobmonium, Bobmonium, Bobmonium. Rubierterz, okay. Ja. Grontiumerz. Grontium. Ich weiß nicht, für was Grontium gut ist. Ja. Und der eine oder andere hat es auch jetzt schon gemerkt. Hier ist FNAI, habe ich mir mal noch geholt. Das ist so eine Art Rezepte-Erklärer. Das ist genauso wie der hier, das Rezeptebuch hier. Ich will den mal so im Vergleich testen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Einstellung, Show Hidden. Nee, Hidden wollen wir nicht. Da kann man jetzt irgendwas noch einstellen. Was ist Admin Hill? Show Admin Settings. Was soll denn der Quatsch? Handcraft, ach so, okay, man kann hier, Electronics, Einstellungen waren das ja, zurück, was ist das hier, Holzkiste, Craft, Usage, okay, da kann man sehen, wo die Holzkiste produziert wird,
Ja, da ist die Forschung auch schon wieder fertig. Gut, wenn wir jetzt schon mal so weit sind. Ich habe heute so viel zu erzählen, es ist unglaublich. Ich komme jetzt gleich zum Spielen, also erstmal Erklärfolge. So, ich habe mir auch diese Architecture hier geholt. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber man kann hier einiges erforschen anscheinend. Faktor Simo 2 ist der Mod hier. Wir können da irgendwie innen drin Gebäude reinbauen und brauchen weniger Platz. Also, wie wir das benutzen, weiß ich noch nicht. 200 Forschungspakete kostet das in Rot. Das können wir eigentlich machen. Das ist jetzt mal wurscht hier. Wir haben sowieso so viele Forschungssachen hier. So, ich mache das einfach mal. Da kann sich die grüne Forschung mal ein bisschen ausruhen. Gut, ja. Jetzt habe ich das gemacht, selbst gemacht. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir jetzt der Kopf stehen soll. Und ja. Ha, wir haben hier eigentlich auch ein Problem mit unserem Fließband. Denn der da unten, der kriegt gar nichts mehr ab hier so richtig. Ab und zu kriegt er mal noch was, weil die hier oben schon alles abgrapschen. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass wir eigentlich zu schwache Fließbänder haben. Was wir auch noch machen müssten, das wäre Zuchtbau. Ja, wir müssen so vieles machen und irgendwann wird uns die Schlacke überrollen. Das kommt auch noch auf uns zu. Ach ja. Jetzt würde ich mal sagen, ich würde am liebsten mal die Verteidigung machen. Hier haben wir ja schon mal Munitionsfabriken gemacht und so. Dazu nehme ich mir mal, ja, eine Mauer mit. Das ist sehr viel. Warte mal, ja gut, mehr passt nicht, weil uns die ganze Kohle noch im Gedöns hängt hier. So, ich hau mir mal wieder die Kohle hier irgendwo rein. Das ist das Problem. Da habe ich einmal die eine komische Kohlekiste abgerissen und habe dann Haufen noch im Petto. Da ist auch noch zu viel drin. Kann man da noch was reinschmuggeln? Auch nicht wirklich. Ja, gut, die ganze Eisenverarbeitung, die müssen wir auch irgendwie erhöhen. Wollen wir mal schauen, weil Eisenplatten haben wir zu wenig. Gott sei Dank braucht man jetzt ja für die Fließbänder, für die gelben keine mehr. Haben wir wieder ein bisschen Eisenplatten mehr. Ich weiß zwar nicht, wie die darauf gekommen sind, dass die jetzt einfach mal das Programm da umswitchen hier. So, ja, warum habe ich Schlacke da drin? Was soll denn der Quatsch hier? Da werde ich gerade irgendwie rumgefahren. Hier, nimm mal die Schlacke hier. Die braucht kein Mensch. Zumindest nicht ich. Ach ja, die befeuerten Erzförderer, ja, die wollte ich auch noch loswerden. Und zwar habe ich doch da unten irgendwo meine Reverse Factory im Stehen. Ja, die steht irgendwo. Steht halt immer da, wo sie nicht stehen müsste, eigentlich. Ja, irgendwann machen wir das mit Logik. Dann tun wir die abreißen. Und dann jedes Mal, wenn wir die brauchen, bauen wir sie wieder neu auf. Dann sagt man zum Logistikroboter, bau die mal bitte auf. So, da werden Schmelzöfen frei wieder. So. Zahnrädchen, dann haben wir noch einen Platz und dann haben wir hier noch Holz im Inventar. Das Holz brauchen wir auch nicht. Kann ich das Holz mal irgendwo loswerden? Normal schon. Piep, piep, piep. Ja, da kann ich Holz loswerden. Zack. Gut, wahrscheinlich werden wir hier auch noch eine größere Harzproduktion brauchen. Ich meine, dies ist ja relativ schwach hier, wäre relativ langsam. Vom Holz her sieht es ja momentan ganz gut aus, also da haben wir reichlich. Und das sind jetzt 10 Gewächshäuser. Ich weiß nicht, wie viele Gewächshäuser ich vielleicht dann für unser Kraftwerk bräuchte. Das muss dann mitwachsen, die Baumschule. Ich nenne das ganz einfach mal immer Baumschule. Dann weiß jeder, wovon ich rede. So, die blöden Stahlkugellager, da habe ich jetzt im Inventar rumfliegen noch. Das ist auch unnötig. Ich hasse es, wenn es immer nicht aufgeht hier. Wenn irgendwas nicht aufgeht. Na, die Fließbänder gehen auch nicht gerade auf. Das wäre noch ein Slot, wo wir übrig hätten, wenn die jetzt aufgehen würden. So, ich klammer wieder mal noch Mauern. Na gut, dann versuchen wir mal so ungefähr ein Gebiet abzustecken. Vorzugsweise, wo wenig Wald ist. So, hier wäre noch Bobmonium. Das wird man gleich mit einschließen in die ganze Produktion hier. So.
Ja, und jetzt wurde ich letztes Mal gefragt von jemandem, warum ich denn diese kleinen Strommasten nicht mag. Also, ja, die sind einfach unpraktisch, muss ich mal so sagen. Die haben nur einen kleinen Bereich, eine kleine Abdeckung und die Leitung ist pupsig, also die ist nicht lang genug. So, wollen wir. Na gut, das Kontium. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, das Kontium lass mal weg. Wie ist denn unsere Verschmutzung? Oh, schaut mal. Es wird höchste Eisenbahn, dass wir uns verteidigen. Weil, wenn das ans Nest kommt, dann rümpfen die die Nase und kommen uns besuchen und sagen, könnt ihr mal hier aufhören zu stinken? So. Genau, ich mache mir hier mal größtlich Platz. Ja, das wird auf jeden Fall an der Mauer nicht reichen. Jetzt mache ich erstmal eine einfache Mauer. Und die wird dann später doppelt. Und was ich auch gelernt habe, man soll bei Mauern einen Platz lassen bei der Verteidigungsstation. Weil die Beißer ein Feld weiter beißen können. Das heißt, dann ignorieren die eigentlich die Mauer. Und ja, gut, wenn sie doppeltwendig ist, die Mauer, dann würden sie halt die hintere Mauer beschädigen. Aber generell sollte es einfach nicht sein. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier einen Platz dann dazwischen für unsere Geschütztürme nachher. Das dauert halt jetzt einfach erstmal ein bisschen. Und mir kann leider keiner helfen. Also kein Roboter, gar niemand. Ja, das ist halt jetzt auch schwierig, erstmal hier so einen Bereich abzudecken. So, hier geht es Gott sei Dank durch. Da unten ist nämlich auch ein Nest. Wir sind hier von. Sagen wir mal, Außenposten von Aliens hier umringt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir hier noch einen? Ja, gut, das ist die Teil, will ich nicht. Dann müsst ihr nämlich bis hier runter und dann müsst ihr hier rüber. Da wäre ich schon an dem Nest. Ich möchte es jetzt auch nicht ausrotten. Es könnte nämlich sein, dass dann eben die Evolution noch weiter ansteigt. Aber es könnte nicht noch so sein. Es wird so sein. Na ja, gut, da gehst du da. Ich brauche eine stärkere Axt hier. Ja, dazu müsste ich mal Motoren bauen, dann könnte ich den Presslufthammer hinbauen. Also, als Werkzeug. So, aufpassen. Da ist das Nest. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt hier gerade haben. Da gibt es noch Steine. Ja, gut, jetzt sind wir schon fast hier beim Styrotide-Erz hier. Klick. Dann machen wir mal hier zu. Ja, und hier müssen wir jetzt durch den Wald. Ach, das ist halt immer das. Ich will meine Roboter wieder haben, Mensch. Na. Aber bis wir Roboter haben, wird noch einiges an Spielzeit vergehen. Ja, Klick, ich weiß, ich baue hier mal wieder Mauer ab, aber ich will erstmal hier den blöden, nichtsnützigen Wald abbauen. Also vermeintlich ist er nicht nütze. In Vanilla zum Beispiel hast du dann irgendwann so viel Holz. Deswegen auch so meine Antwort eigentlich. Ja, man könnte mit diesen kleinen Strommasten die ganze Zeit ja bauen, meinetwegen, weil Holz hat man eh genügend. Wenn man ja auch diese Baumfarmen bauen kann und so. Allerdings halt wie gesagt, in Vanilla wär's ja Piepe, aber jetzt hier braucht mir Holz sowieso schon für Sachen hier. Ja, da ist auch die Hacke kaputt gegangen. Da möchte ich eigentlich nicht mit diesen kleinen Futzeldingern darum machen. So, hier eigentlich den Jackhammer möchte ich gern haben. Da brauche ich eine Motoreinheit. Aber Motoren kann ich nicht. Jetzt kann ich so in der Hand bauen. Da ist die Architektur fertig. Was ist denn das? Sorgt für automatische Beleuchtung in allen Fabrikgebäuden. Solarpaneele erzeugen in prima, aber immer noch keinen Strom. Hä? Bitte was? Also Licht gibt's dann und aber kein Strom. Naja, egal. Ich forsche das einfach mal. Das wird man mal sehen, ob man es zum einen. Sag mal, ich hab doch. Nee, hab ich nicht, weil das eben mich überrascht hat. Ob man es zum Einsatz bringen, wollte ich sagen. Schauen wir mal. Es ist. Ja, gut, ich habe das bei jemandem gesehen, halt mal, dass er es halt als Mod-Vorschlag hat und so. Und ja.
Selber habe ich es noch nicht rausgefunden, wie es funktionieren wird. Und wenn, dann machen wir es hier eben zusammen. So, jetzt geht es hier weiter erstmal mit der Mauer. Ich meine, ich stecke hier halt schon ein riesengroßes Gebiet jetzt ab mit der Mauer. Das hat aber auch seine Gründe, weil sonst muss ich ständig hier die Mauer versetzen. Es hat aber halt auch den Nachteil, dass ich das gleich auch alles verteidigen muss. Bäume, ihr stört. Könnt ihr halt einfach mal sterben gehen? Ich will einen Bulldozer haben hier. Oder so ein Waldentfernungsfahrzeug, wo mir einfach das Holz dann zusammenmäht hier. Oder ja, so ein Holzsammler, der rumfährt und ja. Das wäre doch was. Lass mich mal schauen. Das ist. Na. Ja gut, wir werden schon rausfinden, für was alles hier ist. Übrigens, was ich auch nicht habe hier in der Nähe, sind Erdölfelder. Puh, das wird dann auch noch knapprig, hey. Da brauchen wir auf jeden Fall Ziege. Wenn wir da keine Fabrik vor Ort haben, also Öl. Also ich werde eh nicht an den Ölfeldern direkt dann hier eine Raffinerie machen. Nein, nein, werde ich nicht. Warte mal. Ich hätte gern noch ein bisschen weiter rausgezoomt, um zu sehen, wo der Wald ist. Ah ja, da geht noch ein bisschen der Wald. Dann gehe ich hier noch ein bisschen weiter raus. Sonst muss ich da noch mehr abbauen an Wald. Düdel-di-düt. Was haben wir da? Flüssigkeitsanbindungen. Verwendet Rohre, um Lagertanks. Und Lagertanks, um Flüssigkeit in deine Fabrik zu transportieren. Aktiviere den Verbindungspfeil mit R, um zwischen Einausgabe- und Ausgleichsmodus zu wählen. Umschalt plus R, Umschalt. Steuerung plus R. Ändern die Übertragungsrate. Och, herrje. Massenflüssigkeitsverbindung. Ausgabe. Stößt Flüssigkeiten in nahe Rohre aus. Okay. Eingabe. Oho. Was tut es? Saugt Flüssigkeit aus nahen Rohren an. Das wird man rausfinden, wie das funktioniert. Forschen. Ja, warum hole ich mir immer wieder neue Sachen rein? Wenn ich noch nicht mal weiß, für ob die gut sind oder für was die gut sind, ne? Tja, einfach mal so, weil ich halt Lust dran habe. Ich meine, ich bin immer gern bereit, neue Mods reinzunehmen. Also, wenn sie jetzt hier grundlegendes Spielprinzip verändern, komplett hier wieder. Also Mods, die man gleich zum Anfang her schon bräuchte oder so. Brauche ich dann auch nicht mehr, weil das hat ja keinen Wert dann mehr, weil wenn es von Anfang an eigentlich schon integriert werden müsste, bringt es mir auch nichts mehr. Aber wenn ihr kleine Helfer-Mods auch so wisst oder so, gerne reinschreiben in die Kommentare. Schaue ich mir dann mal an bei Gelegenheit. So, das Rubyite-Ohr, das lasse ich jetzt mal hier außen liegen. Jetzt muss ich nochmal wissen, ja gut, jetzt müsste ich hier eine Linie ziehen können, also ich weiß halt nicht wo. Also hilfreiche Mods, wie gesagt, werden immer gern gesehen. Warte mal, hier ist der Wald. Püh, ich möchte bitte gerne über den Wald. Ihr wisst ja, weil sonst muss ich hier wieder ewig Wald fern. Und ich werde eigentlich auch vermeiden, mit Granaten Wälder zu roden, weil eigentlich ist ja eine wichtige Ressource hier. Habe ich jetzt gemerkt, die du nicht einfach mal ewig einfach so kaputt machen solltest. Trotz jetzt eben dieser Gewächshäuser. Ja, ich sehe es halt einfach so. Ich finde es schade drum, wenn man irgendwas kaputt macht, was man eigentlich als Ressource brauchen könnte. Also das wäre dann für mich Verschwendung. So. Na, wir sind wieder durch den Wald, durch Mensch. Ihr müsst auch mal weichen hier, das ist. Sonst geht es ja hier gar nicht mehr. So. Mal schauen. Ja, da ist wieder ein Baum im Weg. Warum muss die Natur immer im Weg stehen?
Unglaublich ist doch das. Verschwindet. Lasst mir meine Ruhe. So. Wo ist denn jetzt... Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, jetzt muss ich mal gucken, weil da kommt das Nest da oben in der Kante ja ziemlich nah wieder. So, da haben wir da so einen komischen Baum, der auch für irgendwas notwendig ist. Also, es gibt so komische Bio-Rezepte ja, da wo man die benutzen kann. Ach, der Baum ist ja genau an der Ecke, oder wie? Naja, mal schauen. Ja, der muss weg. Moment, ich hab's gleich. Oh, jetzt habe ich aber reingeblökt hier. Steinmauer? Ja, ist schon recht. Warte mal. Ich möchte mal kurz sehen. Temporary Tree. Ja, da kriege ich 100 Holz und irgend so ein Samen oder sowas raus. Temporary Tree. Hm, was will ich mit dem Ding? Aber 100 gleich mal hier, das ist ja schon mal geil. So, jetzt wäre eigentlich unter der Mauer erstmal abgeschlossen. Oh, wir haben noch ein bisschen. Warte mal, werden wir da noch ein bisschen Mauer haben? Können wir doch schon mal gleich aufdoppeln, ja? So. Ja, früher habe ich immer eigentlich generell bloß eine einfache Mauer gebastelt, aber warum nicht eine doppelte machen? Weil eine, wenn durch ist, ist dann ein bisschen ein Problem. Da schreist du dann, ne? So, jetzt sieht man es auch hier auf der Karte, die Linie. Sehr gut. So, das ist auch fertig. Dann geht es hier einfach mal wieder weiter. Was kriegt man da? Rotgussplatten. Ah, okay. Gunmetal. Ja, einfach Waffenmetall. Hätte ich jetzt mal ganz grob übersetzt, so frei. Also Rotguss. Hm. Es gibt auch schwarzen Guss. Temperguss. Ja, mit der Mod wird man noch sehr viel Spaß haben bei den ganzen vielen Rezepten und Zutaten. Ich hoffe, wir brauchen auch alle. Also, ja, gut. Wenn wir sie nicht brauchen, wäre es halt schade drum, ne? Wenn man sagt, naja, ich will ja eigentlich nur die Rakete starten und braucht die ganzen anderen Dinger nicht. Gut, vielleicht gibt es ein paar Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt einsetzen müssen. Und da bin ich am Baum hängen geblieben. Und am Autosave bleibt mal das Ammel hängen. Ja. So, weiter geht's mit der Mauer. Ja, weil es gibt auch schon sehr viele Flüssigkeiten und Gase. Es gibt auch ein Ventil, das kann Gase in Flüssigkeit konvertieren und andersrum. Habe ich gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit allen Sachen so geht. Ich meine, wenn ich Schwefelgas in Schwefelsäure oder was wandeln kann, finde ich das doch irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also meiner Meinung nach halt so, ne? Ach, das hat ja fast gereicht für komplette Mauern hier. So, jetzt ist es schon wieder dunkel. Da muss ich mich in den Wald quälen. Mal schauen, ob das irgendwie... Ja, nee. Ich versuch's gar nicht erst. Wenn ich da schon am Baum hängen bleib. Nee, nee, also. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf, mich da durchzuschlängeln. Dann gehen wir halt mal wieder da lang. Ich hätte ein Auto bauen sollen, aber da brauchen wir erstmal einen Motor. Dazu muss ich erstmal eine Motorforschung. Nicht Motorforschung. Ein Motor bauen eben. So, das kriegt man hier. Solder Coils aus geschmolzenem Lötmittel. Lötzinn. Also es gibt ein neues Rezept, ein ergiebigeres. Man kann dann erst diese Spulen herstellen und also da braucht man dann Wasser zur Abkühlung irgendwie anscheinend. Und dann kann man da aus 4 Solder Coils 16 Lötzinn herstellen. Ich weiß jetzt, wie das momentane Lötrezept ist, was wir gerade haben hier. Aber ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Solder ist ja Lötzinn im Englischen. Aber ich habe ja am Anfang die englischen Bezeichnungen gehabt. Ah, okay. Ja, irgendwo muss ich nämlich aufpassen. Da kann es wirklich bald passieren, dass wir überlaufen.
Ja, ich könnte jetzt natürlich überall da, wo man. Das ist jetzt auch die Sache. Ich müsste das dann einen stillen Alarm machen, der also mir nur anzeigt. Weil sonst wird es nervig, wenn das Ding dann die ganze Zeit tupt. Das geht einem dann wahrscheinlich irgendwann auf den Senkel. Es ist zwar lustig, so mal so eine Hupe zu machen, ja. Aber. Ja. Es geht dann wahrscheinlich euch auf den Zeiger und mir geht's auch auf den Zeiger irgendwann, wenn das dann ständig beep, beep, beep oder was macht, ja. So, Mauern. Hier haben wir noch ein paar Mauern. Jetzt muss ich mal nach meiner Waffenproduktion gucken hier. Ja, der macht wahrscheinlich schon gar nichts mehr, ne? Ja, der hat keine. Ha, der hat keine Eisenplatten. Ja, dem fehlt's ganz allein an Eisenplatten. Ach, das verschluckt hier gerade. Och, nö. Ja, das war der Fehler, dass ich das Ding da angeschlossen habe. Rein von der Sache her. Naja. Wir haben einfach zu wenig Eisenplatten. Das ist unser Problem. Naja. Mit 50 Geschütztürmen kommen wir nicht weit hier bei unserer Mauer. Da lachen sich die Aliens den Ast ab. Aber wir nehmen sie trotzdem mal mit. Ja, da lachen sich die Aliens den Ast ab und setzen sich drauf und dann krachen sie runter und heulen dann rum, ne? So. Die Forschung, ja. Genau, Tree Arboretum. Das macht aus Temperate Tree. Also man braucht ein Temperate Tree, Stahlträger und so weiter. Und das macht dann Rohholz aus Soil. Da gibt es auch noch ein Sumpfbaum Arboretum. Okay. Ja, das kann man sich mal noch anschauen bei Zeiten, aber im Moment geht mir es halt jetzt erstmal vor, dass man hier eine vernünftige Mauer hier haben. Eine Verteidigung. Warte mal, hier. Lalalala. Jetzt geht's hier wieder munter weiter. Ich meine, es würde uns jetzt auch nicht unbedingt helfen, wenn wir hier mit dem Auto rumfahren würden. Wir würden nur gegen jeden verflixten Baum krachen. Und das Auto wird ständig Schrott. Also müssen wir ständig reparieren. Ein Panzer können wir halt nicht bauen. Der wäre halt das richtige Brechmittel. Dass wir so richtig durch die Bäume brechen können. Der nimmt ja auch keinen Schaden mehr. Das ist das Schöne. So. Jetzt geht's ja mal durch. 32,5% Beiser Revolution schon. Ich sage immer Revolution, das heißt Beiser Evolution. Das sind ja keine zwei R's. Ist immer gut, wenn man sich selber verbessern tut. Oder kann. Wie als wenn dann so ein Neumarktscheider kommt. Das heißt gar nicht so. Lalala. So Neumarktscheide Leute kann ich einfach überhaupt nicht ausstehen. Tja, es gibt's halt nun mal so Leute, aber. So, erreichen uns die Mauern? Mal gucken. Nein. Die Mauern reichen uns, glaube ich, nicht ganz. Also es wird gerade wieder um 100 Mauern hier nicht lang. Blip. Ja. Seht ihr? Fast hätte es gereicht. Aber nur fast. Ja, und die Frage zu dem, wie weit kann ich reinzoomen? Ich kann hier wirklich bis auf die Stiefel reinzoomen. Und würden hier unten jetzt Ameisen krabbeln, würde ich die sehen, aber ja. So, wie schaut es hier aus? Schwefeldioxid ist hier okay. Ja, da ist noch nicht viel drin. Schlacke und was ist das hier? Nickelerz. Das hat aber auch den Grund, wir brauchen nicht viel Blei. Das ist natürlich schlecht, wenn die Produktion nicht läuft, aber wenn wir es nicht brauchen, auch na, wieder gut, ne? Lieber nicht brauchen als brauchen, ne? Gibt das so einen Spruch? So, was ist das hier? Ach, das ist leer. Ja, so langsam gehen die ersten Sachen hier weg, hier, wie warme Semmeln. Okay, das hier ist auch schlecht als recht hier. Das Leim, ja, da muss ich wirklich einmal
Ich habe da so rudimentäre kleine Fabrikle gebaut, weil so, ja, das kann man vor sich hinbauen und so weiter, ne? Und ja. Aber das reicht einfach nicht. So, Mauern. Wie viele Mauern haben wir noch? 29, das reicht überhaupt nicht. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ich habe auch noch einen Mod installiert. Der gibt uns Elektrozüge. Ob ich die allerdings einsetze, ist auch wieder so eine Frage. Ich habe es einfach mit reingenommen. Das würde bedeuten, Züge fahren elektrisch. Wie das allerdings dann aussieht. Ja. Weiß ich eben, wie gesagt, nicht. Ob man dann überall Telegrafenmasten setzen muss, sozusagen, als Stromversorgung, Oberleitung, oder ob das dann über die Schiene geht, oder. Das weiß ich ja nicht, ne? Ob das eher unpraktisch ist dann. Ob man dann doch lieber bei unseren sogenannten, naja gut, nicht sogenannten Dieselloks bleiben dann. Eigentlich sind es ja Kohleloks oder halt irgendein Brennstoffloks. Ja, wie gesagt, das war jetzt wieder sehr viel. So, jetzt hatle. Jetzt muss ich mal was gucken. Ach, ich habe noch gar keine neue Forschung ausdeklariert. Hier, bitte, mach mal die Arboretum-Forschung hier. Tze. Ja, wir könnten viel mehr Forschung bauen, meinetwegen, aber. Will ich denn, dass die noch schneller geht? Es reicht doch so. Was fehlt denn hier? Irgendwas fehlt hier doch, oder? Ah ne, hier fehlt gar nichts. Die kommen hier einseitig, die Zahnräder. Ja, aber es reicht ja gerade auch. Oder? Ne, hier kommen sie doppelt. Hä? Was ist da kaputt? Irgendwas ist doch da nicht ganz in Ordnung. Ach so, ja, der kriegt auch keine Eisenplatten. Ja, ich sehe da mal. Das ist alles schlecht als recht, ne? So, warte mal, wie viel brauchen diese Motoren eigentlich? Ah ja, jetzt gibt es hier diese Massen-Dinger da. Ja gut, das brauchen wir jetzt noch nicht. Was ist denn das hier? Fabrikgebäude. Oh, boah. 500 Eisenplatten, das ist aber mal Wort hier. Eieieiei. So, Motoreinheiten. Wo sind denn die verdammten Motoreinheiten wieder? Stahlträger, Eisenzahnrad, Eisenrohr. Ich habe mir gedacht, Eisenplatten. Eisenrohr. Ja, Eisenrohr ist schlecht, weil da brauchen wir wieder Eisenplatten. Ja, mit den Eisenplatten. Ich muss erst dann da wieder was machen, ne? Dann machen wir weiter. Arboretum, was ist denn das? Liquid Plastic. Oh je, das ist auch wieder so eine Sache für sich hier. Vertilizer, Soil. Ich habe mir mal angeguckt, wie man Soil und Vertilizer herstellt. Das ist eine ganz arge Kette wieder hier. Forschen. Tja, Also, wir brauchen Eisenrohre. Ja gut, was gehen wir mal her, machen hier einfach mal eine Produktion. Wir brauchen so ein Dings da. So eine Fabrik. Ja, komm, wir pfeffern die daher. Dann kannst du bitte hier Rohr herstellen. Rohr ist wo? Hier bei denen. Eisenrohr, ganz normale Eisenrohre, da braucht ihr je Rohr, eine Platte. So, okay, halt, falsch. Dann kommt hier so ein Arm hin. Der Arm legt ein zweiter aus, dann tut der Arm hier Rohre da drauf schmeißen. Dann brauchen wir noch Ström.
Und wie gesagt, ich mag am liebsten die größeren Masten hier. Außer diese pupskleinen Dinger da, ja. Da stehe ich dazu. So, hier hin. So, schon gibt's Röhrchen. Was brauchen wir noch für die Motoren? Wo waren die jetzt nochmal? Hier. Eisenzahnräder. Und Eisenrohr, zwei Stück und Stahlträger. Tja, Moment, das können wir doch auch direkt hier mit verbinden. Ja, wieder mehr Eisenplattenverbrauch. Super bei den vielen Eisenplatten, die wir haben. So. Dann konfiguriere ich den um hier. Shift. So, Shift und E. Versatz hier. Ja, genau. Dann kann der das nämlich damit draufschmeißen. Aber Reden ist fertig hier wieder. Was gibt's denn da? Flüssiges Resin, also flüssiges Harz. Sozusagen. Forschen. Du stellst uns Eisenräder her. So. Dann brauchen wir nochmal so eine Maschine. Warte, man kann eigentlich so eine kleine Motoren herstellen. Einfach mal Interesse halber. Nee, kann sie nicht. Weil die können wirklich nur Elektro- und Kabelgedöns machen hier. Ja? Das muss man immer wieder mal schauen, ob die es könnte oder nicht. Ja, die kann ja zumindest diese Holzsachen hier fabrizieren. Das ist ja eigentlich auch schon mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. So. Hier. Schon wieder sind die Knickarme leer. So. Zack. Moment mal. Was mache ich hier für einen Quatsch? Hier brauchen wir jetzt die Dings da, die. Ich hab's gleich. Die Elektromotoren. Ja. Genau. Da brauchen wir keine Eisenplatten mehr dafür. Also weg damit. Dann machen wir von hier hinten aus unserem Stahllager was raus. Aber wir brauchen da hier das hier unten. Ich weiß nicht, ob einer reicht von der Arbeit. Setzen wir noch einen zweiten hin. So, jetzt machen wir von hier unten. Radl, 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 radl. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, den Teiler hier. Wir machen jetzt alles über unsere Extended Roboter Arme hier. So, welche Kiste ist denn voller? Das ist eigentlich gerade egal. Die da ist deswegen voller wie die andere, aber So. Schneller Arm. Ja, der legt uns natürlich jetzt auch wieder einen Haufen hier drauf. Da ist die Forschung fertig. Jetzt machen wir Papiermachung. Was ist das? Sulfid Pulping Cellulose Pulp Brown Liquor. Ja, das ist teilweise noch Englisch hier. Papierherstellung heißt es eigentlich. So. Und das meine ich hier. Der hat ja nur so ein Mikrifeld hier. Und hier, jetzt will ich den ersetzen, den Dinger. Dann kann ich mir sogar einen sparen hier. Also von Ressourcenverschwendung würde ich jetzt mal nicht sagen hier, aber wie gesagt, das Energiefeld ist einfach größer, einfach nützlicher hier. So, du machst mir gerade die Motörchen. Und wenn ich mal Störle darf hier, Störchen. Nee, passt nicht. Ja. Was kann ich denn da produzieren? Messingkisten. Wenn ich Messing hätte, ja, klar, aber. Da gibt es dann riesen Kisten, da braucht man schon wieder fast keine Warhäuser mehr, ne? Weil Messingkisten dann so riesig sind, oder? Nee, natürlich nicht, aber die bieten 64, die bieten 48. Ja, dann gibt es noch mehr. Es gibt noch zwei oder drei Kisten größer dann. Und die sind dann schon fast so groß wie ein Silo normalerweise. Weil sonst wären ja Silos quatschmäßig hier. Du bitte machst mir mal zwei Stacks Motoren höchstens. Das reicht eigentlich. So, und dann nehme ich mir mal. Ja gut, ich nehme mal die Motoreinheiten hier, die paar. Dann sollten wir eigentlich auch mal schon mal hergucken, dass wir.
Irgendwo, das da. Ach, da brauchen wir wieder Eisenplatten. Oder? Für die Eisenbahn. Schienen, gibt es das irgendwie? Ski? Nee. Gleis? Cleo? Oder haben wir es noch gar nicht erforscht? Das wäre natürlich ganz schlecht. Puh, habe ich noch keine Ziege? Ich glaube, ich habe noch keine Ziege erforscht. Wird man gleich sehen, die Forschung ist gleich durch. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht. Das ist natürlich blöd. So, warte, 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 warte. Ich müsste doch schon Ziege haben, oder? Hä? Oh. Hier, aber ich kann es noch nicht forschen. Was braucht man da vorher? Siliziumverarbeitung braucht man da vorher und Chemikalienverarbeitung. Oder? Nee. Logistik 2. Ah, Logistik 2. Das brauchen wir. Also dann forschen wir mal da weiter. Da kann ich noch gar keine Züge bauen. Ich bin ja so ein Held hier. Aber ich müsste mir eigentlich. Nee, Automobilität kann ich auch noch nicht. Ach, Mann. Was kann ich denn überhaupt hier? Gar nichts kann ich. Motoren habe ich jetzt schon, aber ich kann auch nicht mal ein Auto bauen damit. Puh. Ich bin ja so ein Held. Naja, gut. Egal. Dann haben wir aber auf jeden Fall schon mal Motoren, wenn wir sie brauchen. Ich glaube 20 pro Lok. Aber wir können es ja noch nicht sehen mit den Loks hier. Ja, gut, dann haben wir andere Prioritäten. Wie kriege ich hier mehr? Ja, ich müsste ja die ganze Komplex hier nochmal ändern. Das ist schön gedacht, was ich da damals gedacht habe hier, aber ja. Das ist auch viel zu klein hier. Die Bänder laufen zu langsam und ja. Und hier, das meine ich. Die Schlacke wird uns irgendwann überrollen. Und das Zeug geht uns irgendwann aus und dann stehen wir nicht blöd da. Beziehungsweise, warte mal. Nee, aus dem anderen Zeug kommt ja nur Kupfer raus, oder? Bobmonium? Nee, Bobmonium macht nur dieses komische Erz hier. Das andere Erz, was ist denn noch da? Was da noch ist, das da unten. Ja, da habe ich nämlich schon noch überhaupt nichts anderes gemacht. Das ist mein Problem eigentlich. Das müsste auch hier weg, die ganze Sache hier. Und das meine ich, das wollte man nämlich noch ändern. Ernten, ja. Und zwar. Sind sogar noch Erzbrecher MK1. Naja, gut, okay. Da wollen wir mal jetzt herum machen. Erzbrecher 2. Die stellen halt schneller her, ne? Ja. Genau, so können wir oben noch ein bisschen unsere Produktion aufbrezeln beim Eisen. Aber wenn wir hier eine Sortierungsfabrik machen von Styratit. Da kriegt man nämlich auch noch Eisenerz ab hier. Zwar nicht in großen Mengen, aber wir kriegen halt auch hier dieses Kupfer. Und würden hier von der Direktverschmelzung hier eben wegkommen. Ja, ich glaube, das ist der richtige Ansatzweg. Erzbrecher. Ja, ich baue mal. 2, 3 von den Dingern hier. So, dann machen wir folgendes. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Ding eh weiter hintersetzen hier. Mit Fließband erreichen wir sowieso alles.
Wir brauchen da eine größere Fabriksfläche, ja. Das stört ja das hier nicht hier hinten. Komm, wir ziehen es einfach mal ganz weit dahinter. Halt, das war zu. Eventuell könnte man das nämlich sogar so machen, dass man das hier von zwei Seiten. Das ist jetzt hier. Nee, das passt ja gar nicht. Moment. So. Und so. Weil hintereinander, das könnte schlecht werden. Das könnte ein Problem werden, meine ich einfach mal so. Das Programm können wir schon mal eingeben. Also da wird, ja, da wird halt auch wieder Schlagger hier. Schlagger kann man auch zu dem Zeug hier zerschlagen dann. So, dann. Ich weiß nicht, wie viele Arme da mal bräuchten. Zwei sind, glaube ich, ganz gut. Oh oh. Aha. Leute, die Aliens kommen. Und ich habe mich jetzt einfach wieder irgendwas anderes hier gemacht, ne? Das darf nicht sein. Jetzt haben wir ja Umweltverschmutzung, nämlich das Nest erreicht. So. Hörst du auf? Ja, der wäre hier fast eingedrungen. So, Mauern kann ich natürlich nicht produzieren, ne? Doch, kann ich. So, plopp. Die andere müssten wir reparieren, warte mal. Reparatur. So, klock, klock, klock. Tja, ja. Da hat uns tatsächlich schon Alien besucht. Die Frage ist halt, ob der jetzt immer von hier kommt. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Abstand ich die setzen soll. Vielleicht so, dass sich die Blasen gerade so überdecken hier. So vielleicht. Wie viel Abstand ist das jetzt? Das weiß ich leider nicht. Ja gut, ich kann schon jetzt Blaupausen machen zum Beispiel. Also das würde gehen. Ja, hier sind die ganzen Spielblaupausen da dabei. Raus mal hier. Ihr kennt die eigentlich noch aus der ersten Staffel raus. So, ich kann die jetzt mal so nehmen. Das sind dann nur Schemen, also da kann ich jetzt hier praktisch das abstecken. Allerdings muss ich das halt selber bauen. So, Gott sei Dank macht es ja jetzt die ganze Zeit bip bip oder so. Also, dass da Bauroboter gebraucht werden. Halt. Meh. Das war falsch. So. Das wäre jetzt mal so die notdürftigste Abdeckung. Wenn die das jetzt natürlich zerschießen, die blöden Speier oder so, dann haben wir ein Problem. Das war jetzt Absicht, dass da ein Platz ist. So, das kann man jetzt auch noch drehen. Man kann auch danach gucken, wie die Türme sich ausrichten. Weil die drehen sich ja immer hin, so wie sie sich wollen. Schade, dass wir jetzt halt nicht die Anzeige haben, wie viel da jetzt fehlen, ne? Aber das wird auch nerven, wenn sie die ganze Zeit bip bip machen würde hier. So, jetzt haben wir das fertig. Jetzt das nächste. Können wir jetzt Züge erforschen? Jo. Auf geht's. Züge sind das nächste notwendig, auf jeden Fall. Genauso wie die Verteidigung. Also das Lustige wäre auch, wenn Zug eine Verteidigung hätte.
Ist einfach so ein MG oben drauf oder so und dann einfach ratatatatatat. Ja, das hat mir schon immer gefehlt. Die Zirche, die haben ja keine Verteidigung. So, die muss man ja die Strecke verteidigen. Also, wenn die Elen sich halt mal so richtig als Pulk auf die Strecke stellen und der Zug knallt da rein, wird er ja abgebremst und dann können die ganz locker die Lokomotive zernagen. Hatte ich auch schon. So. Das wäre das. Jetzt müsste ich ja mal ein paar Türme auch stellen. Ja, daneben gesetzt. Ich habe noch das Shadow hier und setze es gerade daneben. Das ist hervorragend. Richtig professionell hier. So, Autofill geht bei mir irgendwie leider nicht. Da kommt halt immer so ein Satz da. Dass irgendwie irgendwas mit Null, Nil und was der Guck was hier. Das verträgt sich irgendwie nicht, der Mod. Mit irgendwas nicht. Schade eigentlich, weil sonst würde jetzt hier gleich Munition reingesetzt werden. Ja gut, ich hätte, wenn ich Munition hätte, dann. Ich habe jetzt zwar 200 im Inventar, also bei meiner Pistole hier. Ja, ich habe im Moment nur eine Pistole. Ich sollte mal was Stärkeres zusammenbauen. Kann ich hier nicht mit einer Pistole rumrennen? So, wie gesagt, das ist eine gute Möglichkeit hier mit den Blaupausen die Abstände abzumessen hier. Und die Türme decken sich jetzt hier gegenseitig mit dem Kreis. Das ist auch gut. Das habe ich auch bei Spielen wie zum Beispiel Supreme Commander mit den Schildgeneratoren immer so, dass immer der eine Schildgenerator den anderen abdeckt. Wenn der nämlich ausfällt, sonst könnten nämlich Gegner einfach mal den Schildgenerator kaputt machen, ne? Bis der andere eben dann wieder anspringt, weil er elektrisch halt dann sich erst wieder aufladen muss, zum Beispiel. So, das machen wir immer so. Ich weiß, es geht sich nicht ganz aus, aber ja. Und zur Not können wir dann hier eben noch Verstärkung machen. Düdelidüm. Großtransport über weite Entfernungen. Jawohl, da brauchen wir hier. Ah, da gibt es Electric Train hier. Ja, gut, das könnten wir, aber wir machen jetzt erstmal hier automatisierter Schienenverkehr. Signale, Zughaltestellen und so weiter brauchen wir natürlich noch. Sonst bringt mir Schienen überhaupt nichts. Eine Schiene ohne Zughaltestelle bringt nichts. Da kann kein Zug. Also, naja, gut, kann schon, aber dann müsste ich alles manuell machen. Dann hätte ich nur noch zu tun, mit der Bahn rumzufahren. So. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. 17 haben wir noch. Ja, da brauche ich jetzt dann auch Munition. Am liebsten würde ich da gern ein Munitionsband machen. Dass dann die Geschütztürme automatisch bestückt mit Munition. Da brauchen wir sehr viel Fließband. Das ist so wie mit den Mauern, also da brauchen wir schon mal eine ganze Kiste Fließbänder. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, erstmal wieder, wir sind eigentlich mal wieder durch für heute. Ich hatte eigentlich noch andere Sachen vor, aber jetzt hier dadurch die Aliens, die haben jetzt ein bisschen Respekt gemacht, dass es jetzt doch wirklich Zeit wird, sich um die Verteidigung zu kümmern, weil wenn wir mehr Verschmutzung machen, also wie gesagt, das ist hier schon wirklich grenzwertig. Hier, da berührt er schon fast. Also, das ist gefährlich.
Wir müssen hier aufpassen. Also das nächste, was wir jetzt machen, ist wirklich erstmal die Verteidigung aufziehen. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.